Ja, uns ist hier der Holzboden weggefault, beziehungsweise die ganze Unterkonstruktion, die ist total verfault. Ja, das zerbröselt alles nur noch, das ist total durch. So, das Vorzelt ist erstmal im Groben soweit leer geräumt. So, die Sachen habe ich hier untergestellt und auch abgedeckt. Ja, und da liegt unser neues Vorzelt auch abgedeckt. Moin! So, wir sind jetzt hier auf dem Campingplatz und es ist Anfang März. Wir haben nur 2 Grad plus heute Morgen. Aber wir wollen unser Vorzelt abbauen und das Vorzelt durch ein größeres ersetzen. Ne? Was sagst du dazu? Ja. Das ist ein scheiß Problem. Ja, also so eine Plane, die ist bei nur 2 Grad ganz schön hart und widerspenstig, ne? Das ist immer die Scheiße, kennen wir ja noch von den LKW-Planen. Ja, das war aber ein kleines Scheißding, oder? Wenn das so siehst, ist ja einmal nichts. Am besten gleich da hinten auf die Platten rauf, weil sonst geht hier uns hier der Rasen ein. Ja. Guten Tag. So, das letzte Stück. Alte Vorzelt ist abgerissen. Boah. Also das war eine ganz schön heftige Arbeit, hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Nur mal eben so ein Vorzelt abbauen. Wahrscheinlich, weil wir so beim Aufbauen gefuscht haben. Aber es hat gut gehalten. Also. Ja, hat gut gestanden. Ja, hier offenbart sich hier das Bild des Grauens. Ich traue mich gar nicht weiterzumachen. Oh mein Gott. Ja, alles Holz, was wir noch hatten. So, die Chaotik geht weiter auf der anderen Seite. So, wir haben uns jetzt entschlossen, den ganzen Boden neu zu machen. Du musst ein Stück dicken noch wieder zurück. Diese 4, das ist die 2. Ja, dann halt die 2. So, wir puzzeln jetzt den Boden zusammen. Das ist die 1. Und wieder auseinander. Und die ganze Scheiße muss jetzt auch ein Stück weiter hin, ja. Ich hab noch mehr gekackt als ich in meinem Vortrag. Jo, heute Nacht war es wieder richtig kalt. Alles richtig fett gefroren. Ja, heute ist Tag 2 unserer Vorzeltaktion. Moin. Und ja, heute Nacht hat es wieder gefroren. Es ist ja immer noch Anfang März, die Baumärkte haben noch zu. Und es hat geregnet. Und es hat geregnet und es hat auch gefroren. Auf meinem Auto war alles gefroren. Ja. Und ja, ich zeige euch jetzt mal so ein bisschen, wie chaotisch das jetzt hier auf dem Platz aussieht. Zum Glück haben wir gestern das, was wir bis jetzt schon gelegt haben, abgedeckt. Ja. Da steht ganz gut Wasser drauf, ne? Genau, da steht ganz gut Wasser drauf. Da ist einiges an Wasser runtergekommen. Hier sind heftig. Richtige Pfützen. Ich weiß nicht, ob man die jetzt sehen kann. Also, ja, auf jeden Fall gut, dass wir es noch abgedeckt haben. Ja. Da hinten liegt das ganze Holz vom alten Boden. Da liegt auch noch überall alter Boden. Jo. Hier liegt jetzt das, was wir so alles im Vorzelt hatten. Ja, sieht chaotisch aus. Da liegt das Vorzelt, was wir jetzt aufbauen wollen, das gebrauchte neue. Ja, das einzige, was noch okay ist, ist unser Reisewohnwagen. Weiß für die Temperaturen hier, wir haben hier noch Eis in der Plane. Wenn du jetzt von hier auch hier reinguckst, komm mal hier rüber bitte. Nein, es geht ja hauptsächlich um das. Was da für Lücken sind, ist mir sowas von Scheiß. Guck dir das hier an. Hier haben wir nichts. Ne? Siehst du das? Hier haben wir bei beiden nichts. Nee. Siehst du das? Ja. Ne?
Hier haben wir aber eins zum Einfädeln. Hier haben wir auch eins zum Einfädeln. Genau. Und hier auch. Und was fehlt uns da? Eins mit drei Dingern, wo wir drei Seiten brauchen zum Einfädeln. Ja, dann tauschen wir die aus. Siehst du es ein gerade? Ja, ein bisschen. Verstehst du, was ich meine? Ja, aber es sieht schon voll hübsch aus, was ja, wir gemacht haben. Ja, aber ich bin mir auch noch nicht so sicher, ob wir dann... Hier trotzdem noch nicht. Diese Kante bleibt ja dann trotzdem eigentlich. Ja, die wird auch bleiben, weil der hat nicht so ein Ding, der hat nicht so ein Ding, der auch nicht. Das wird alles nur Flickschusterei hier. Von daher macht es keinen Sinn, das wieder rauszureißen. Ja, dann mach fest, leck Arsch. Ja, die meiste Zeit brauchen wir zum Diskutieren. Wie in Spanien. Es wird hauptsächlich diskutiert und weniger gearbeitet. Nächstes Jahr helfe ich nicht nochmal, wenn der Boden hochkommt. Ich habe gerade gesagt, süß im Elfengewicht. Ja. Es. Nimm die jetzt auch weg. Hast du gesagt, dass du mein Lieblingssohn bist? Hast ja auch nur einen, von dem ich weiß. Ja, auch nur einen. Warte mal. Guck mal, hat er da oben eine Einführschnöse? Ja. Eine Einführschnöse? Weißt du, was ich glaube, ich das Ding ist? Ich glaube, stopp, jetzt habe ich glaube ich den Durchblick. Stopp! Die weg! Die hier auch weg, kurz bitte. Ich glaube, ich habe einen Gedankengang. Blitz, oder wie man das auch immer nennt. Nicht unterbrechen. Hast einen Lauf, oder was? Aber nee, das geht ja auch nicht. Nee, der Lauf ist wieder vorbei. So, der Boden liegt jetzt. Alle Platten verlegt. Jo, haben wir aus vielen Restestücken Boden gebastelt. So, fertig. Oh nein. Was? Ich hab gleich beim. Hast du einen Schraubenzieher oder sowas? Das Ding ist so fest. So, Vorzelt steht. Alles jetzt mal eine Nummer größer als vorher. Jo, morgen gibt es noch eine Menge aufzuräumen, aber jetzt auch schon 4:30. Jo, heute werden wir nicht mehr fertig. Es muss unten auch noch festgemacht werden. Ja, da ist noch so ein bisschen Arbeit zu tun hier. Jo, das flattert ganz schön im Wind. Muss dringend stabilisiert werden. So, heute hatte ich hier erstmal Noteinsatz mit dem Vorzelt. Das hing nämlich schon auf 7:30, das war schon halb weggeweht. Das war aber auch unsere Schuld. Wir haben das erstmal nur provisorisch aufgebaut und dann ist es ja dunkel geworden und wir hatten auch keinen Bock mehr. Und ja, jetzt waren die letzten Tage richtig Sturm und das Vorzelt wäre hier beinahe weggeflogen. Gott sei Dank hat mein lieber Nachbar Frank mich informiert, dass mein Vorzelt auf 7:30 hängt. Und jetzt bin ich erstmal hingefahren und habe hier erstmal die ganzen Streben reingezogen. Hier diese ganzen Dachstreben hier, davon waren vorher nur 4 oder 5 Stück drin. Und diese Dinger hier, die waren kaputt gebrochen. Na, das ist ja klar, irgendwie nach Jahren geht da der Weichmacher raus und dann brechen die. Und ich habe jetzt hier welche bei Amazon bestellt, die sind aus Metall und die habe ich daran geschraubt. Und jetzt konnte ich auch alle Schrauben hier, beziehungsweise alle Streben hier festmachen. Jo, jetzt steht das Zelt schon mal ein bisschen besser. Ja, das mit dem Vorzelt, das war ja alles so eine sehr spontane Angelegenheit. Also eigentlich haben wir ja durch Zufall im Februar schon entdeckt, dass der Boden morsch ist. Und dann haben wir schon befürchtet, dass sich das wohl nicht mehr ausbessern lässt, dass wir den wohl ganz neu machen müssen. Und ja, und dann hat mein Nachbar bei eBay ein Vorzelt mit Boden gesehen. Und da habe ich sofort angerufen. Und dieses Vorzelt mit Boden, was da bei eBay drin stand, das war auch auf unserem Campingplatz hier zu verkaufen. Das war natürlich super günstig. Und ja, wir wollten sowieso ein größeres Vorzelt haben und der Boden war morsch. Ja, und das Ganze für 200 Euro. Das mussten wir einfach machen. Ja, das ist die Geschichte, warum das alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und ja, das war aber schon eine Menge Arbeit. Gott sei Dank hatten wir Hilfe. Und ich glaube, jetzt habe ich das Vorzelt erstmal ganz gut befestigt. Ja, Leute,
ich würde mal sagen, das war's mit diesem Video. Mehr seht ihr von uns, wenn das Wetter schöner ist und wenn wir das Vorzelt einrichten. Macht's gut. Tschüss.